Hier könnte ich aber wohnen. Ist ja mega, Schatz. Was hast du denn da ausgesucht? Ich kann es ja gar nicht mehr toppen. Ja, ne? Schön, ne? Schön hier. Boah. Das geht gerade den Abhang runter. Ist ja eine Leine. Wenn ich gleich weg bin, bin ich mit dem Abhang runter. Meine Fresse, ist das schön. Skali, kommst mal wieder hoch, ne? Den gleichen Weg. Zurück. So ist super. Ja, komm, Wacker. Wetter hat sich wieder gefangen, wie man sieht. Wir haben wieder unsere 24 Grad. Tippidi-top. Oh. Uha, da bin ich aber echt gespannt, ob Schnüppelschnäuzchen das noch toppen kann. Ich glaube nicht. Da bin ich ja mal gespannt auf morgen. Jetzt suchst du den nächsten Stellplatz aus. Ne, ich bin nur der Fahrer. Guck mal hier. Ja, da fällt dir nichts mehr zu ein, ne? Einfach nur schön. Ich glaube, meine Linse ist ein bisschen dreckig, ne? Zeltwiese. Also wer mit Zelt kommen möchte. Palatz ohne Ende. Mit natürlich top Aussicht. Moin Moin! So, wir sind immer noch am Mariager Fjord. Gestern ist aber nicht mehr viel gelaufen, wie gesagt. Wir waren so beeindruckt von dem Ganzen hier. Ne? Ja. Vom Hafen, vom schönen Wetter. Kleinen Spaziergang haben wir noch gemacht. Jetzt haben wir gefrühstückt. Müssen wir noch ein bisschen hier durchfeudeln. Schon gesaugt gestern. Ach, schon gesaugt. Jo. Wo geht's dann heute hin? Nach Djursland. Nach Djursland. Djursland. Nach Ebeltoft. Ebeltoft. Ja, soll ein schönes Städtchen sein und da ist am Yachter, am Hafen, soll so eine alte Kriegsfregatte von 1860 liegen.
die interessiert mich. So ein Kriegskind? Nein! Aber die interessiert mich. Ja, das kann man dann auch erkennen an diesen Videospielen. Sniper-Spiele, wen hier was interessiert. Nee, alles gut. Wetter? Ich zeige euch das mal kurz. Nö, da hinten wird das schon wieder hell. Ja, von da hinten kommt es ja nicht. Da hinten ist ja Osten. Die ist so schlau. Du bist so doof. So, ich mache jetzt hier ein bisschen ja, bitte. Niedrige Tätigkeiten. Und dann fahren wir auch schon los. Nach Djusland. Nicht weiter, der nimmt mich mit. Juhu. So, angekommen in Ebeltoft, was übrigens Apfelgarten heißt. So bin ich schlau. Ja. Wir haben hier vorne geparkt. Hier so, exakt. Ja. Und da ist auch schon die Fregatte. Also es sind davor wohl auch Parkplätze, aber die sind heillos überfüllt. Es lohnt sich dann halt auch mal ein Stückchen weiter zu fahren. Ja, so weit war es jetzt gar nicht. Ne? Nee. Einfach die Hauptstraße und da weiter ist so gerade fahren, gerade zufahren und dann kommt er da hin. Ich glaube so ein Bauplatz hier. Ja, den sie das kann Parkplatz sein, dass der nächstes Jahr nicht mehr da ist. Ja, das kann weil natürlich da ist Till Zaug, also zu verkaufen. Wahrscheinlich Gewerbegebiet. So, wir gehen jetzt mal ein bisschen zur Fregatte und dann noch die Stadt, Innenstadt soll auch so sehr schnuckelig sein. Schauen wir mal. Thank you.
schon eine geile Nummer hier, ne? Also schön hier. Hier ist alte Siedlung oder was, ne? Ja. Wo wir drin waren. Genau, die Altstadt, hier alles mit Kopfsteinpflaster, die ganzen alten flachen Häuschen. Bisschen da ist gerade eine Hochzeit anscheinend. Schön grün. Gefällt. Ja, schön, muss man sehen. Also unbedingt. Wir gucken mal weiter. Ja. So, Ebeltoft. Haken dran. Apfelgarten. Ja. Sehr schön. Empfehlenswert. Also wenn man in der Nähe ist, kann sich das gerne mal antun. Eine richtig kleine, süße Stadt. Ja. War jetzt ein bisschen voller, aber die haben auch enge Wege. Ist auch Samstag. Mit auch, Flohmarkt auch und genau, und Jazz, Hochzeit. Und Hochzeit und Jazzmusik am Rathaus. Ich glaube, da war ein Seniorenheim oder sowas. Ne? Da saßen nur ältere Menschen. Auf jeden Fall war hier etlich so. Aber trotzdem ging es dafür, fand ich jetzt. Unbedingt. War jetzt nicht so schlimm wie Skagen. So, ich noch ein Trauma. Wir wollten jetzt noch einkaufen. Jetzt waren wir gerade überlegen. Hier vorne um die Ecke ist ein Aldi. Ob wir da eben hinfahren. Ich finde aber die Parkplätze da sehr eng. Oder hinlaufen. Oder auf dem Weg dahin noch irgendwas. Achso, dahin ist gut. Wir wollten nach Grenen. Da ist das Kattegat Center mit allem Meeresgetier oder so. Meeresgetier und Pflanzen, Flora, Fauna. Sandhaie. Also was? Ja, viel Schloss und so. Gut. Das gucken wir uns mal an. Mal schauen. Ungefähr 50 Kilometer von hier. Ich habe keine Ahnung. Ich habe dann einfach so gesagt. Okay. Ich fahre einfach. Bis gleich. Hält das? Ich halte es fest. Nein, wo ich gerade noch mal an der Tanke vorbeigefahren bin. Ich wollte noch sagen, wegen Tanken hier. Wir haben gerade getankt. Das geht eigentlich total easy. Ja. Kreditkarte vorausgesetzt. Rein in den Schlitz. PIN eingeben. Dann kannst du die Karte wieder rausziehen und dann kann man entsprechend tanken. Und dann hat es erledigt. Dann kannst du fahren. Und dann kannst du wieder fahren. Total simpel. Wenn man mal weiß, wie es geht. Mhm. Getankt habe ich jetzt hier für 1,19 Euro. Geht. Normaler Preis. Ja. Man muss ein bisschen gucken, weil das war also. Ja, da waren jetzt 9 Kronen, 8 Kronen, ja. 90 oder irgendwie sowas. So, nur mal so als Info für die Fahrer unter uns, die auch tanken müssen. Genau. So, wir sind hier am Kattegat Center und wir wollten jetzt eigentlich hier rein, aber wie so oft Hunde nicht erlaubt. Ich habe jetzt gerade geguckt, die Eintrittspreise Erwachsene 175 Kronen und Kinder 3 bis 11 Jahre 95 Kronen. Also das sind einmal über 20 Euro und einmal über 10 Euro. Hätte ich jetzt aber ausgegeben. Ja, gesagt, also es hätte mich schon interessiert, nein. Aber wenn die unseren Hund nicht wollen und Fußkali, dann wollen wir die auch nicht. Genau. Dann gehen wir wieder. Jo. Dann fahren wir jetzt weiter, gucken wir mal, dass wir einen schönen Stellplatz finden für heute. Irgendwo Richtung Fünen schon mal, so diese grobe Richtung. Und dann haben wir noch ein Stückchen Kuchen. Und Fischbrötchen. Ja, Fischbrötchen. Jetzt geht's mir besser. Jetzt könnte ich auch ein Fischbrötchen essen. So, wir suchen einen Stellplatz. Dann nimm mein Handy, wenn. Schon schön hier. Vom Fährhafen hier. Gerade die Fähre schon abgehauen. Stena Line. Hundesminde. Wir haben einen Platz gefunden. Ja, den hatte ich ja auch schon mir markiert. Ach,
Stellplatz im Hafen. Den nehmen wir. Hafen ist immer gut. Was schon zweimal? Mit Wi-Fi. Free Wi-Fi. Free. Okay. Ja, mit Hafenkarte. Gastronomie, Supermarkt, Spielplatz. Gastronomie, Supermarkt, Minimarkt. Da fahren wir jetzt hin. Ja, das Plätzchen ist jetzt full, habt ihr gesehen. Ja, Christine ist jetzt noch einkaufen. Ich wollte abends noch ein bisschen was grillen können. Ja. Jetzt suchen wir uns den nächsten Platz, beziehungsweise den habe ich schon gefunden. Der ist nochmal 35 Kilometer von hier aus entfernt. Ja. Dann versuchen wir unser Glück da nochmal. Ja, 30 Kilometer weiter, ungefähr, stehen wir wieder in einer Marina. Hier sind allerdings auch noch zwei Plätze frei gewesen. Aber, soll ich jetzt sagen? Warum? Das hat mein Mäuschen, soll ich das sagen? Habe ich verkackt. Meine Schnuckelschnauze verkackt. Jetzt habe ich sie vorhin noch so gelobt, oder gestern, weiß ich gar nicht mehr, so gelobt. Aber das war auch schwierig, ne? So ein Platz. Wir haben Mariaga Fjord kannst du nicht mehr toppen. Das geht eigentlich nicht. Oder du baust ihn dir selber. Das kann natürlich nur sein. Wir stehen jetzt hier im Hafen. Vielleicht kann man das im Hintergrund so sehen. Ich zeige euch mal den Verursacher. Nein, alles gut. Alles gut. Ja, da ist hier alles Baustelle irgendwie, ne? Und ja, da zieht sie jetzt hier gerade ganz fürchterlich zu. Dunkle Wolken am Himmel. Deswegen, wir sind ja die Nacht hier, dann gehe ich morgen früh vielleicht nochmal raus. Ich kann aber schon mal so. Aber nicht zum Automaten, weil das ist zu weit. Den Blick aus dem Fenster. Das ist eigentlich ganz interessant. Was auf jeden Fall interessant ist, das ist diese Kunstkultur, die da. Glaube ich. Was das sein mag. Das kriegen wir noch raus. Das kriegen wir noch raus, oder das ist. Vielleicht irgendwie so ein Designerstück. Dänisches Designer. Ja, ist ein bisschen doof hier. Man muss ewig weit laufen zu dem Automaten. Man kann dich nicht wirklich sehen, ne? Das braucht man auch nicht. Zum Automaten. Da muss man laufen. Einmal da quer. Hier, die haben hier so eine ganz neue Siedlung hier am Hafen gebaut. Und da quer durch die Siedlung, hinten am Hafenkontor, muss man dann, steht der Automat. 2 Kilometer. Na, so lange nicht. Aber sind schon 1,5 Kilometer. Man, was? Und dann ist dieser Automat so weit von scheiße. Na, doch. Das sagt man nicht. Doch, der ist. Der Automat ist nicht so toll. Weil man muss die Buchstaben von dem Wohnmobil eingeben. So. Das Nummernschild. Buchstaben. Das Nummernschild, ja. Okay, ich bin verwirrt. Da steht erstmal Name des Bootes. Ich meine, ich habe Wohnmobil eingegeben, aber steht oben dann Name des Bootes.
Dann habe ich das Nummernschild eingegeben. Aber die Tasten sind so doof, das ist so ein Touchscreen und man braucht nur so leicht da über diesen Buchstaben. Schon hat man falschen Buchstaben. Da kann man wieder alles löschen und wieder neu machen und das dauert dann. Und das kenne ich ja von meinen süßen Schnuckelschnäuzchen. So fingerfertig. Nee, das hättest du auch da nicht schwierig. Da hättest du einen Anfall gekriegt. Sag ich dir jetzt schon. Wir lassen das alles mal auf uns wirken. Ja. Ne? Aber ansonsten war eine schöne Tour. Ich hole jetzt ein Schnäpschen. Oh, Schnäpschen nehme ich. Selbstgebrannter. Selbstgebrannter. Nein, selbstgemixter. Kirsch. Kirschsaft. Mit Kaffee. Und Hund. Und ein Hund, der vorm Tisch springt. Oh, oh. Mensch. Zum Wohlsein, Jungs, Mädels, wo ihr auch immer seid. Ist das lecker? Ja. Trinken auf euch. Heute trinken wir mal auf euch. Genau. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zuschaut. Schön, dass ihr so viel kommentiert. Bis später.